und herzlich willkommen zur vierten Sonderausgabe von Wein verstehen gleich gemacht vom 1. Mai 2021. Mein Name ist Florian Wold, ich bin Weinakademiker und freue mich sehr, dich zu unserer heutigen Verkostung und Produktpräsentation von Telsche Peters bzw. ihrer Firma Tosca Bio, mit der sie sich den Import und Verkauf von biologisch erzeugten Produkten wie Weinen, Aufstrichen, Olivenöl etc. verschrieben hat. Telsche kenne ich ganz gut aus meinem Münchner Weinnetzwerk und sie hatte ihre Produkte mal auf einer Präsentation hier in Hohenkammer am Weinkonvent dabei und ich bin ihren Produkten gleich anheimgefallen und konnte mich kaum beherrschen, insbesondere, wie ihr gleich erfahren werdet, von der Schokocreme, die wirklich extrem lecker ist. Und da dachte ich mir einfach, das möchte ich euch nicht vorenthalten und habe sie gebeten, ob sie mit mir nicht eine Sendung machen möchte, in der sie sich ihre Firma und ihre Produkte einfach vorstellt. Ja, für meine Verhältnisse oder Empfinden war der April bisher einfach zu kalt. Ihr hört die Sendung ja frühestens jetzt am 1. Mai und ich hoffe sehr, dass bis dahin auch die Temperaturen langsam steigen. Insofern haben wir uns gedacht, präsentieren wir euch zwei Roséweine, zwei schöne Terrassenweine und ein Rotwein. Und zum Schluss unserer Verkostung gibt es dann noch eine Besonderheit, eine Premiere hier bei Wein verstehen leicht gemacht. Ansonsten noch der kleine Hinweis, bitte lasst eine Rezension oder eine Bewertung bei iTunes oder Spotify fallen und werdet Mitglied in meiner Facebook-Gruppe gleich namens, also Wein verstehen leicht gemacht, wo ihr alle News und Updates rund um die Welt von Wein verstehen leicht gemacht aus erster Hand bekommt. Alle Produkte, die wir in dieser Verkostung versprechen, verlinke ich natürlich in den Shownotes und auf meiner Homepage, sodass ihr ganz einfach und bequem die Produkte bestellen könnt. Und Telsche räumt jedem Hörer, der sich auf diese Sendung beruft, bei der Bestellung einen 10% Warengutschein ein. Da braucht ihr euch einfach direkt bei ihr melden und sagt, ihr seid auf sie gestoßen über diesen Podcast und schon bekommt ihr die leckeren Produkte etwas billiger. Dann möchte ich euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Verkostung. Ja, liebe Podcast-Hörer, ich freue mich, euch heute zur vierten Sondersendung von Weinverstehen leicht gemacht begrüßen zu dürfen. Und zwar eine gute Bekannte aus meinem Münchner Weinnetzwerk, die ich auch bei dem schon oft erwähnten Weinkonvent Hohenkammer kennengelernt habe, hat mich gebeten oder ich habe sie angeboten, besser gesagt, ihre tollen Produkte bei mir im Podcast vorzustellen. Sie hat mich in erster Linie gar nicht mal mit Wein gewonnen auf einer gemeinsamen Veranstaltung, sondern ich bin ihren Schokoladenpasten quasi verfallen und süchtig geworden. Das soll heute aber gar nicht das Thema sein, sondern wir besprechen natürlich, wie es hier bei Weinverstehen leicht gemacht üblich ist. Zunächst mal über Weine, aber es gibt auch noch eine Premiere, da möchte ich aber noch gar nicht so viel davon verraten. Lasst euch überraschen, was wir ganz am Schluss dann noch gemeinsam verkosten werden. Aber zunächst mal freue ich mich ganz dolle, dich, Telsche Peters, hier bei mir begrüßen zu dürfen. Grüß dich. Ja, ich grüße dich. Hallo, Jan. Servus. Vielleicht, Telsche, fangen wir mal so an. Der ein oder andere wird dich vielleicht ja noch von dem ein oder anderen Weinladen in München kennen, zumindest vielleicht die Münchner Podcast-Hörer. Aber zum Einstieg, vielleicht erzählst du einfach mal, was dich bewogen hat, dich so intensiv mit Wein zu beschäftigen und was du so in der Weinwelt treibst. Ja, ich danke dir nochmals herzlich für die Einladung, Florian. Ja, ich bin Telsche Peters. Ich habe den Beruf des Journalisten gelernt mit einem klassischen Volontariat und bin dann etwa 10 Jahre später einem inneren Ruf folgend für ein Jahr nach Rom gegangen, bin dann zurückgekommen, war noch eine Weile bei einer Tageszeitung tätig und bin dann einem weiteren Ruf gefolgt von einem sehr bekannten italienischen bzw. Schweizer Weinjournalisten, Herrn Andreas Merz, der die Zeitschrift Merum produziert in der Toskana, der mich gefragt hat, ob ich nicht mit ihm arbeiten möchte. Und dann bin ich in die Toskana gezogen, mitten im Winter. Ich habe 4 Monate lang bei 14 Grad in einem Büro gesessen, über einem Weinkeller. Das war schon
harter Einstieg. Und dann etwa 2 Jahre später habe ich dann bei der Lorca-Familie angefangen zu arbeiten, die mich gefragt hat, ob ich für die Pressearbeit weltweit übernehmen möchte. Bin dann nach Montalcino gezogen, Weinkennern, bekannt natürlich als das Mekka des Brunello. Und dort habe ich dann die Wein-PR übernommen für die Lorcas, habe dort dann aber auch erste Schritte gemacht im Bereich Bio, weil die Lorca-Familie biodynamisch arbeitet. Habe dann ein Buch geschrieben über das Thema biologische Produzenten aus der Toskana mit 100 Porträts von verschiedenen Herstellern, nicht nur von Wein, sondern auch von Olivenöl, Käse, Pasta, alles Mögliche. Und daraus ist dann die Idee entstanden, eine kleine Firma zu gründen, die den schönen Namen trägt, Tosca Bio. Und jetzt bin ich zurück in Deutschland und bin dabei, mein Business richtig gut an den Start zu bringen. Mit Wein, Olivenöl und verschiedenen Spezialitäten, darunter eben auch deine angesprochene Schokocreme, die wirklich süchtig macht. Stimmt, ja. Absolut. Ja, da es ist, muss man aufpassen. Also ich meine, zumindest mir geht es so, ich habe ja ein bisschen Corona-Speck angesammelt. Das liegt nicht zuletzt daran, dass man zu Hause sitzt, genau, und ständig leckere Sachen zum Ausgleich probiert. Aber ihr habt den Steffen Maus, den habe ich auch kennengelernt. Ja. Der hatte für die Weinakademiker letztes Jahr für den Toskana-Verband auch so ein Online-Tasting gemacht, wo wir in 3 Sessions, glaube ich, insgesamt 18 Chianti-Weine letzten Endes probiert haben. Und war sehr, sehr faszinierend, zum einen sein Wissen und wie vielschichtig die Toskana ist, oder das Chianti besser gesagt, was man ja so jetzt auf den ersten Blick als normaler Konsument vielleicht gar nicht weiß. Und es hat sich ja die letzten Jahre ja dort auch viel getan. Was ich aber sehr, sehr spannend finde, ist, und ich muss ehrlich gestehen, seit ich jetzt 2,5 Jahre den Podcast mache, ist es schon auch so, dass das Thema Bio und biodynamisch oder Biodynamik immer mehr Raum einnimmt. Also viele meiner Gesprächspartner arbeiten biologisch, sei es jetzt zertifiziert oder nicht. Einige waren ja auch Biodynamiker. Ihr erinnert euch an meinen letzten Gesprächspartner Matthias Hager aus dem Kamstal, aus Mollands. Der war ja auch ein Biodynamiker, und wir hatten ja auch schon einen fränkischen Winzer, den Herrn Deppisch, der hat ja auch biodynamisch gearbeitet. Aber in welchem Jahr war das denn, Telsche, als du bei Lorca aufgeschlagen bist? Wann war das denn? Ja, aufgeschlagen bin ich 2007 bei denen. Und da war Lorca aber schon seit 1979 biologisch arbeitend. Später dann, ich weiß jetzt nicht genau, wann er auf Biodynamik umgestellt hat. Die waren aber wirklich die Pioneers, so nennen und nannten sich immer schon. Waren wirklich eines der Vorreiter Weingüter. Und als Herr Lorca Senior, Rainer Lorca, damals anfing in Südtirol, da war es sehr schwierig für ihn, sich überhaupt durchzusetzen. Er kommt halt aus dieser Familie der Kekse, der Waffeln, und wurde etwas verlacht von seinen Mitmenschen dort in Südtirol, dass er da plötzlich umsattelt auf Winzer, hat sich aber durch seinen Charakter, der eben sehr hartnäckig und sehr durchsetzungsstark ist, hat er sich da durchgesetzt und hat dann eben später in der Toskana noch 2 weitere Weingüter gekauft. Also 2007 habe ich da angefangen, und da waren die schon auch biodynamisch unterwegs. Okay. Ja, ich habe auch schon einige Weingüter in Südtirol besucht, und auch ein paar davon waren sicherlich auch biodynamisch arbeitende. Aber was ich da schon immer wieder erzählt bekommen habe, dass vor allem die Anfangszeit schon sehr steinig war, auch die unmittelbare Konkurrenz oder die Mitbewerber, sei es jetzt Weinbau, aber auch im Obstbau. Ja, weil wenn man jetzt, sage ich mal, Südtirol von oben betrachtet, ist es ja schon eine sehr, sehr ausgedehnte Monokultur. Also unheimlich viel Äpfel, unheimlich viel Wein. Ja. Und das wird natürlich von den Nachbarn dann nicht immer in höchstem Maße gutiert, wenn dann jemand was anders macht wie man selber. Da habe ich regelmäßig erzählt bekommen, dass es da relativ große Widerstände gibt. Wie lange warst du bei Lorca?
Tesche und würdest du sagen, es hat sich dann im Laufe der Zeit ein bisschen gebessert, dass es den Leuten leichter gemacht worden ist, biologisch zu arbeiten? Ja, also ich war etwa 7,5 Jahre dort, von 2007 bis Ende 2014. Und ich habe durchaus eine Entwicklung gesehen im Biogedanken an sich, aber auch in der Akzeptanz des Kunden oder der Kundin und des Kunden. Insofern, als dass immer mehr sehr gut gemachte, biologisch erzeugte Weine auf den Markt kamen. Das war früher ja nicht unbedingt so. Soweit ich weiß, waren auch die Anfänge von den Luarca-Weinen. Ich habe jetzt nicht so alte Jahrgänge verkostet, aber da gab es wohl schon einiges nachzubessern dann im Keller. Früher war die Qualität halt, die dann dabei rauskam, und wenn dann Bio drauf stand, dann wurde eben das Vorurteil auch quasi bestätigt, ja, ist zwar Bio, aber schmeckt nicht, aber das hat sich ja jetzt absolut verändert. Es gibt ja reihenweise, was ich sehr schön finde, toll gemachte Weine aus allen Ländern und auch sehr große, sehr gute Güter wie Romane Conti, soweit ich weiß, die sind ja schon viele Jahre auch biodynamisch unterwegs, also das, die Qualität schließt nicht das Bio aus, im Gegenteil. Und auch von Todi, jetzt mal in die Toskana gehen, Chianti Classico oder Quartabella, das sind alles super Weingüter, die wirklich tolle Qualitäten auch hervorbringen. Ja, wer von euch da noch mal reinhören möchte, Episode 25 vom 25. April 2020 habe ich mich ja in einer Episode dezidiert biodynamischen Weinen genähert. Zur Erinnerung, wir hatten dort einen südafrikanischen von Reinicke und eben auch von einem Südtiroler, nämlich Lageda, sage ich mal, neben Luarca vielleicht der zweite große biodynamische Name in Südtirol. Absolut. Und dort sind wir auch der Frage nachgegangen, ob man biologischen Anbau oder biodynamischen Anbau rausschmecken kann. Wer sich da nochmal näher informieren möchte, kann da gerne nochmal reinhören oder auch dann im Anschluss des Interviews mit Christian Deppisch. Das war dann die Ausgabe 26. Aber für dich muss ja Biologie, Nachhaltigkeit, das sind ja jetzt alles so Buzzwords, die jeder im Mund heute hat heutzutage, aber für dich muss es ja von Anfang an eine größere Bedeutung gehabt haben, dass du dich dem Thema dann so umfänglich verschrieben hast. Wie kam es denn dazu? Ja, ich glaube, ich bin vom Produzenten ausgegangen. Als ich mein Buch schrieb, hatte ich immer vor, möglichst kleine Produzenten zu interviewen und mit denen eben zu sprechen, die auch vorzustellen, deren Produkte auch zu würdigen. Und da gefiel mir einfach diese Art und Weise der Menschen, sich wirklich auf einer holistischen Ebene der Natur zu nähern, sozusagen. Eben nicht zu denken, ich will Tomatensauce machen, die muss möglichst so gemacht werden, dass ich davon viel verkaufen kann, sondern sie sind genau vom Gegenteil ausgegangen. Ich möchte super Qualität haben, selbst wenn das weniger Produkt wird. Mhm. Und da hatte ich gerade bei den biologischen Produzenten den Eindruck, dass sie auch mit sehr viel Liebe und sehr viel Passion ihre Arbeit verrichtet haben. Mhm. Das hat mich sehr angesprochen damals. Und auch bei den Bio-Winzern, die ich in der Zwischenzeit dann kennengelernt hatte, war das gleiche Gefühl vorherrschend. Und das hat dich dann letzten Endes bewogen, quasi im Rahmen deines Buches, was ihr, liebe Hörer, natürlich auch hier verlinkt in den Shownotes unter dem Podcast gleich finden könnt. Und wir haben es gerade angesprochen im Vorgespräch, Tesche, ich glaube, ein paar Restposten bei Amazon könnte es noch geben, ansonsten bei Medimops. Oder man kann dich auch direkt anschreiben für ein paar letzte, vielleicht sogar handsignierte Exemplare. Da kann man sich dann an dich direkt wenden. Aber die Idee deines Buches war dann letzten Endes schon, quasi den kleinen Herstellern, den biologisch erzeugenden Herstellern eine Plattform zu bieten, um auch sich zu präsentieren oder bekannter zu werden. Ja, die Geschichte zu dem Buch, die geht so, dass ich bei einem Bekannten, der ein Bio-Weingut besitzt, in der Maremma, mit dem saß ich in einer sehr lauschigen Ecke, das hatte er sehr geschickt gemacht, eben für seine Verkostung an so einem grob behauenen Tisch mit ein paar kleinen Sachen zu essen, mit ein bisschen Käse, mit ein bisschen Brot, und dann hat er mir seine Weine präsentiert. Er hat dich verführt, auf Deutsch. Ja, sozusagen Latentation, genau. Und dann hat er
so vor sich hin sinniert und sagt, ja, es fehlt irgendwie noch eine Art Reiseführer, ein Buch, das zu uns Bio-Winzern oder auch Bioproduzenten in der Toskana mal hinweist. Das gab es nicht, sagt er. Und ich bin halt Journalistin und ich hatte damals, war auf der Suche nach einem Projekt. Bei der Familie Lorca war ich mehr oder weniger halbtags angestellt, hatte so ein bisschen Zeit noch und dachte, ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Bin dann in mich gegangen, bin dann nach Frankfurt gefahren zur Buchmesse, hatte ein Konzept in der Hand, habe mit mehreren Verlagen gesprochen und dann hat ein Verlag aus Österreich halt zugeschlagen. Und so begann dann eben das Projekt. Also wenn dieser Winzer, mit dem ich auch später eine ganze Weile gearbeitet habe, wenn der das nicht ins Gespräch gebracht hätte, hätte ich das Buch vielleicht nie geschrieben. Aber es passte genau in die Situation, es passte in meine Situation. Ich wollte was Größeres schaffen. Das ist ja auch eine Fleißaufgabe, da muss man auch dranbleiben. Und ich habe etwa 1,5 Jahre gebraucht mit Recherche, mit Schreiben, mit allem, habe in der Zwischenzeit einen ziemlich schweren Unfall gehabt auf dem Weg zu einem Produzenten und habe wirklich die Toskana rauf und runter befahren, war eben bei allen meiner Produzenten auch auf dem Hof, also keiner von denen kennt mich nicht. Okay. Und ja, habe etwa 120 Produzenten besucht, einige sind da nicht reingekommen ins Buch aus verschiedenen Gründen und der Rest ist aber drin. Genau. Das heißt, für jeden, der im Detail die Toskana kennenlernen möchte, insbesondere in Bezug auf biologisch arbeitende Winzer, dem ist das Buch auf jeden Fall zu empfehlen. Absolut, ja, da ist auch ein Abschnitt drin, wo man verschiedene Sachen abfragen kann, von was es für Produkte gibt, die Webseite, Telefonnummern, ob es dann Agriturismo gibt oder nicht, solche Sachen sind da auch mit drin. Also richtig auch praktische Tipps. Bisschen was über biologische und biodynamische Landwirtschaft, ein paar Rezepte. Ja, also ich finde es immer noch. Sag uns doch nochmal, wie das Buch heißt und zu welchem Preis es dann zu beziehen auch ist. Also das Buch heißt Bioparadies Toskana, zu Gast bei 100 Bioproduzenten, von mir geschrieben, Felsche Peters. Es kostete 24,90, aber jetzt bei Medimops ist es etwas reduziert. Das sind halt Secondhand-Exemplare, die aber sehr gut erhalten sind. Okay. Also es wird weniger als 24,90. Okay. Also ganz neu ist es nicht mehr im Handel. Okay. Das heißt aber, ist noch irgendwie eine Nachfolge geplant? Willst du dir die Arbeit nochmal antun? Ja, ich habe mit einer Freundin gesprochen, die ist Journalistin hier in München, mit der ich auch Reisen organisiere in die Toskana. Die arbeitet mit dem Christians Verlag zusammen, die ist auch Food-Journalistin und die stieß mich neulich mal an und sagte, ja, wie wäre es denn, wenn wir mal ein Konzept machen würden, auf Basis deines Buches, das nochmal quasi neu zu gestalten. Und ich habe gesagt, ja, können wir machen, aber mal schauen, wann ich Zeit finde. Und gut, wenn meine Firma jetzt noch besser läuft, dann kann ich es mir irgendwann leisten. Ja, das war also mehr der jugendliche Leichtsinn, der da aus dir gesprochen hat. Naja, also ich hätte da schon Interesse dran. Ja. Also ich bin ja immer noch Journalistin, ich schreibe auch jeden Tag noch Sachen. Und so ein größeres Projekt könnte ich mir durchaus vorstellen. Ja, aber es ist tatsächlich halt ein Riesenprojekt, ne? Ich meine, so ein Buch ist nicht nebenbei geschrieben. Das ist wirklich sehr, sehr viel Arbeit. Gerade wenn man sehr viel selber machen muss, ist das wirklich ein ganz schönes Plätzchen, was man da abarbeitet. Ja, genau. Also da braucht man auch nicht denken, dass man damit viel Geld verdient. Aber es war trotzdem eine tolle Erfahrung, das eben dann in der Hand halten zu können. Das ist schon cool. Das glaube ich auf jeden Fall, wie so ein Erklimmen des Berggipfels. Wenn es dann endlich das Exemplar dann in der Hand ist, dann darf man sich auch ganz zu Recht auf die Schulter klopfen. Du hast aber gerade schon das richtige Stichwort geliefert, deine Firma. Du hast es ja nicht nur beim Buchschreiben sein belassen oder auch bei Herstellern zu arbeiten, sondern mittlerweile back to Germany, hast du ja gesagt, du wohnst auch in München. Hast du ja mittlerweile jetzt auch eine eigene Firma, die quasi jetzt auch den im weitesten Sinne den Vertrieb der biologischen Produkte aus der Toskana übernimmt. Ja, genau. Also meine Firma heißt, wie gesagt, Tosca Bio. Und die ist so entstanden, dass ich während der Recherche an meinem Buch von verschiedenen der Produzenten gefragt wurde, ob ich nicht für die den Vertrieb in Deutschland übernehmen möchte.
darunter auch meine Pesto-Queen. Ich nenne sie wirklich so, weil die macht das beste Pesto der Welt, Roberta, mit der ich jetzt immer noch sehr, sehr gut zusammenarbeite. Die fragte mich, aber auch Sting, um das Stichwort gleich reinzubringen, ja. Britische Popstar, der in der Toskana auch ein Weingut besitzt, der hatte damals ein sehr gutes Olivenöl, das ich importiert habe. Und damals gefielen mir seine Weine nicht so gut. Jetzt gefallen sie mir besser. Ja, jeder lernt dazu, ne? Ja, die haben es verändert auch, ihre Art, die Weine zu produzieren und zu machen. Und insofern sind jetzt auch einige Weine von ihm bei mir im Sortiment. Und so habe ich dann irgendwie die Idee bekommen, eine Firma zu gründen. Das war eben vor etwa 10 Jahren. Ich hatte damals einen Geschäftspartner, der sie mit mir gemeinsam aufgebaut hat, noch in der Toskana. Und als ich dann nach Deutschland zurückging, wollte er aussteigen. Und dann haben wir die Firma kurzfristig geschlossen. Und ich habe dann aber in Deutschland wieder angefangen. Also okay. Es ist quasi eine Zweitgründung mit den Erfahrungen aus der ersten Firma eben nochmal neu aufgesetzt. Mhm. Ja. Das heißt, dein Sortiment umschließt natürlich, wie gerade schon angesprochen von dir, Wein und Olivenöl und auch sehr gutes Pesto. Ich glaube, das haben wir aber damals nicht verkostet, oder? Doch, haben wir verkostet. Haben wir auch verkostet. Ja, da hat die Schokolade hat alles an Erinnerung verdrängt quasi. Genau, also meine Devise ist eben sehr gute Produzenten, wenn es geht Bio. Meine Produkte sind zu etwa 80% Bio im Moment im Sortiment. Wenn nicht Bio, dann muss die Qualität sehr, sehr gut sein, wie eben die Schokocreme beispielsweise. Und möglichst kleine bis höchstens mittelgroße Produzenten, weil die Großen sind in Deutschland sowieso unterwegs. Ja. Ich lege eben sehr viel Wert darauf, möglichst mit Firmen zu arbeiten, die in Deutschland noch nicht an jeder Ecke zu finden sind. Weil sonst setze ich mich in eine Konkurrenz, die einfach für mich als kleine Firma überhaupt keinen Sinn macht, die dann über den Preis geht und nicht über die Qualität des Produktes. Ja, wenn euch, liebe Hörer, das Wasser im Mund schon zusammenläuft, auch für Telches Shop von Tosca Bio, findet ihr natürlich den Link jetzt direkt unter dem Podcast in den Shownotes. Einfach draufklicken, ein bisschen in ihrem Shop stöbern und ja, für mich war es eher so, ich muss mich da irgendwo beherrschen, nicht bei allem zuzugreifen. Also ich, aber du, ich wünsche es dir natürlich, dass möglichst viele deine tollen Produkte auch leibhaftig probieren und bei dir kaufen werden. Ja, Sting ist ein richtig gutes Stichwort, weil ich sag mal, gerade jetzt in der Provence ist es ja, ich will jetzt nicht sagen ein Trend, weil das ist wahrscheinlich zu weit gefasst, aber dort haben sich ja tatsächlich wirklich viele berühmte Stars aus der Film- und Medienbranche niedergelassen und Weingüter unterstützt, zumindest mit ihrem Namen. Da gibt es ja Brangelina, ist ja mit Mirabelle einer der bekanntesten und ein paar andere auch noch. Aber ja, ich meine, für mich, die Toskana liegt sowieso irgendwie näher wie die Provence. Aber ich weiß nicht, die Stardichte ist in der Toskana schon ein bisschen geringer wie jetzt in der Provence, oder? Oder ist es auch so Mekka mittlerweile geworden für Leute, die ein Weingut besitzen möchten? Also es gibt in der Toskana durchaus auch berühmte Leute, die ein Weingut besitzen, siehe Herr Cavalli, der Modeschöpfer, oder Gianna Nannini, die Sängerin, die auch aus Jena stammt. Insofern war der Weg für sie nicht so weit. Dann Herr Toscani, der Fotograf, oder Bocelli, dessen Familie, soweit ich weiß, auch schon ein Weingut besaß, vorher in der Nähe von der Küste. Mhm. Und also es gibt ein paar, aber jetzt nicht wahnsinnig viele. Bei Sting jetzt konkret kann man sagen, da kann ich ja auch eine kleine Anekdote erzählen, der hat schon Ende der 90er Jahre nach einem Weingut gesucht, war auch in Frankreich, soweit ich weiß, hatte aber nie das Richtige gefunden, bis er dann eben nach Filine Valdarno kam und dort ein sehr schönes, mit sehr antiker Patina behaftetes Riesenweingut fand, mit etwa 250, 350 Hektar Land, jetzt nicht Weinberge, das wäre ein bisschen viel, die haben jetzt um die 25 Hektar und haben aber 9000 Olivenbäume und haben eben jede Menge Wald, wo dann die Schweine hin und her streifen, die Cinta Senese, das ist eine sehr alte toskanische Schweinerasse, die fast vom Aussterben bedroht war vor ein paar Jahren, und dort machen die jetzt halt ihre Produkte. Genau, die haben das gekauft,
Und der damalige Verwalter, der immer noch Verwalter ist, der hat denen einen Wein zu verkosten gegeben, den sie hervorragend fanden, bis sie im folgenden Jahr drauf kamen, dass der Wein, den sie da verkostet hatten, gar nicht von Il Palagio stammte, sondern von einem anderen Weingut. Die Weine waren damals von Il Palagio offenbar noch nicht so gut, als dass sie das Ding davon hätten überzeugen können, das Weingut zu kaufen. Aber gut, der Verwalter ist noch da. Das heißt, sie haben es ihm wohl nicht zu übel genommen. Mhm. Und ja, so haben sie das gekauft und haben es eben sofort, das war Ende der 90er Jahre, sofort auf ein Bio-Weingut umgestalten lassen und arbeiten jetzt auch teilweise mit biodynamischen Methoden, aber bio-zertifiziert. Okay. Ja, so ein bisschen erinnert die Geschichte an den Film da Ein gutes Jahr mit Russell Crowe, der da ja auch ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind kommt, ja, und stimmt, ein bisschen fremdelt, ne? In der Provence auch ist das, glaube ich. Ja, der spielt tatsächlich auch in der Provence, genau. Richtig. Ja, okay. Ja, ja. Ja, ich meine, in der Aufzählung der Stars jetzt gerade waren es ja jetzt in erster Linie waren sehr italienische, bekanntere Persönlichkeiten, ja, und insofern ist Ding vielleicht von ausländischer Bekanntheit ja vielleicht schon noch ein bisschen mehr eine Ausnahme, wie man es jetzt vielleicht in der Provence kennt. Aber ich weiß nicht, bist du aufs Ding mal da getroffen? Hast du ihn mal kennengelernt? Ja. Also das Ding macht jedes Jahr eine traumhafte Sommerparty. Letztes Jahr jetzt leider nicht wegen Corona. Ja. Ich hoffe, dieses Jahr wird wieder eine stattfinden. Da treffen sich dann so etwa 100, 150 Leute. Früher war das sehr offen. Da konnte quasi auch das ganze Dorf noch dran teilnehmen. Oder Leute, die eben davon wussten. Mittlerweile sind da sehr strenge Einlassbeschränkungen. Und da bin ich dann halt eingeladen jedes Jahr. Das ist so jedes Jahr auch so die Krönung meiner Arbeit, weil ich immer denke, ja, ist eigentlich cool, mit so einem schönen Weingut zusammenarbeiten zu dürfen. Und da habe ich ihn mal getroffen, aber jetzt nie groß gesprochen mit ihm. Ich habe eher mit seiner Frau ein paar Worte gewechselt. Als da, so erlebe ich ihn immer, ist er eigentlich halt froh, wenn er im August auf seinem Weingut mal einen Monat keine Leute sieht, weil überall, wo er hinkommt, wird er halt belagert. Heutzutage will jeder ein Selfie und das ist schon ziemlich nervig. Aber er spielt jedes Jahr mindestens 2, 3 Songs. Natürlich Message in a Bottle, macht Sinn. Ja, klar, das ist unter anderem immer sehr einfach gehalten mit Gitarre und mit einer kleinen Band hinten dran. Und das ist immer sehr, sehr schön, sehr persönlich. Es gibt dann ein paar Sachen zu essen, jetzt nichts Großartiges, aber die Atmosphäre ist einfach super, weil im Sommer, im August in der Toskana, gen Abend, ist es halt herrlich. Das Licht ist toll und die Leute sind nett und ich kenne da aus meinen Jahren eben in der Toskana auch eine ganze Menge Leute, auch Herrn Cecchini, diesen berühmten Metzger aus Panzano in Chianti, der ihn auch gut kennt und das sind dann immer nette Begegnungen. Absolut, ja. Ja, ist auch, also ohne da jetzt immer so unterwürfig oder so Lobhudelei zu betreiben, aber es ist einfach wirklich spannend, diese Leute auch mal quasi in einem anderen Kontext, privaten Kontext zu treffen und sich mit denen auszutauschen, weil sie in der Tat durch ihr Leben schon inspirierend oder einfach mal ein Blick hinter die Kulissen ist da ganz toll. Also was du beschreibst, kenne ich auch ganz gut von unserer First Class. Da fliegen ja auch öfters dann solche Leute mit und was die eigentlich in erster Linie wollen, sind halt eigentlich ihre Ruhe und, und normal behandelt zu werden und einfach Herr über sich sein und diese paar Stunden, die sie dann bei uns sind, eben aus Auszeit zu nutzen. Wenn gleich natürlich, wenn es jetzt ganz große Namen sind, da klar, da lässt man sich dann schon auch mal ein Autogramm geben oder werden Selfies gemacht nach Rückfrage oder sowas, das schon. Aber es ist einfach toll, wenn man die Möglichkeit hat, solche Berühmtheiten einfach hier und da mal zu treffen. Das ist eine ganz tolle Sache. Ja, große Verantwortung, die dann auch heil wieder runterzubringen. Ja, da muss ich ehrlicherweise sagen, da drehe ich die Hand dann nicht um. Das ist mir dann egal, weil letzten Endes möchte ich dann auch selber nach Hause kommen. Da geht es mir nicht darum jetzt, wer war der letzte Bekannte? Ich glaube, King Carlos Santana hatte ich mal an Bord. Das ist natürlich dann schon witzig, wenn du die Musik halt magst und kennst und hörst und weißt, der hockt jetzt 10 Meter hinter dir oder so. Aber letzten Endes liegt uns da
da jedes Menschenleben gleichermaßen dann am Herzen. Ja, würdest du noch was ergänzen wollen zur Tosca Bio? Was müsste man noch erwähnen? Ja, man könnte erwähnen, dass ich eine Box entwickelt habe, die heißt Tosca Box, was natürlich Sinn macht, wenn man den Namen meiner Firma kennt. Und in dieser Tosca Box, die es in zwei verschiedenen Designs gibt, mit einem schönen toskanischen Bild und mit einer sehr niedlichen, verspielten Illustration, da werden dann halt haufenweise sehr schöne italienische Spezialitäten reingepackt. Ich kann dir ein Foto auch zuschicken, dann, dass du es dann veröffentlichst. Da können die Leute das bei mir bestellen. Das gibt es in verschiedenen Ausführungen. Und das ist so jetzt in der Corona-Krise, denke ich, auch eine Möglichkeit, eben mich zu präsentieren. Normalerweise mache ich sehr viele Verkostungen, auch zu Hause bei den Leuten oder auch in öffentlichen Räumen. Aber im Moment ist da nichts möglich. Geht nichts, ne? Genau. Ja. Genau, das wäre es aber. Wir können jetzt gerne zur Verkostung. Ja, genau, weil ich schaue mir diese drei Flaschen schon die ganze Zeit hier an und schon langsam habe ich auch einen trockenen Mund. Ihr, liebe Hörer, hört ihr den Podcast frühestens am 1. Mai. Das heißt hoffentlich, ich weiß nicht, wo ihr mich hört, aber für den Münchner Raum kann ich zumindest sagen, ist gefühlt der April bisher deutlich zu kühl. Deswegen hoffe ich, dass Anfang Mai dann endlich mal die Temperaturen ein bisschen steigen. Und unter der Überschrift steht auch ein bisschen unsere heutige Verkostung oder Weinpräsentation, nämlich du hast dir besser gesagt, zwei Roséweine ausgesucht, die dezidierte Frühlings- oder man kann auch sagen vielleicht Terrassenweine da sind. Und ja. Wir fangen an, liebe Telsche, mit den Nektar Rosé vom Bosco de Medici, oder? Ja. Genau. Während du dir einschenkst, kann ich schon gerne etwas dazu sagen. Merk mal den Medienvollprofi gleich in dir. Ja. Auf das Weingut bin ich über einen Zufall gestoßen, über einen Freund, der mir das empfohlen hat. Der dritte Wein, den wir nachher verkosten, den hat mir ein anderer Freund empfohlen, die aber beide eben sehr tief drin sind im italienischen Weinbusiness. Der Nektar Rosé ist nun einer von zwei Weinen, die ich habe von Bosco de Medici. Das ist ein Weingut, das hat seinen Sitz im berühmten Pompeji am Fuße des Vesuv. Mhm. Und die machen dort Bosco de Medici, klingt natürlich nach Toskana. Das ist ein Ableger der Medici-Familie, die etwa im 18. Jahrhundert mal Richtung Neapel gegangen ist. Und die dort dann jetzt erst in jüngerer Zeit, 1996, ist das Weingut gegründet worden, die dort jetzt Wein machen. Die machen außer dem Weißwein, den ich habe, und dem Rosé, machen die auch noch Rotweine, die ich unter Umständen im Herbst mal ins Programm nehmen werde. Für den Sommer sind die mir zu heftig, muss ich gestehen. Die machen aber aus autochthonen Rebsorten, das finde ich sehr schön, machen die Weine. Die machen halt aus Pier di Rosso, eine autochthone Rebsorte, dann aus Falanghina, Weißwein, aus Aglianico, auch eine süditalienische Rebsorte, da machen die ihre Weine draus. Mhm. Mich hat sehr bestochen auch, dass die nicht sehr alkoholstark sind, besonders eben der Weißwein und der Rosé. Der Rosé hat 12%, das ist heutzutage ja fast schon wenig. Ja, es gibt Weißweine mit 14,5%. Ja, ja. Ja, aus Südtirolerin, die Gewürztraminer, da wirst du wenig unter 14,5 finden. Ja, siehst du? Ja, das ist, also ich finde Weißwein, finde ich das schon ganz schön heftig. Ja, ist heftiger. Ja, mich hat an dem Nektar Rosé, das ist ein reinsortiger Pier di Rosso, hat mich sehr bestochen, dass er eine gewisse Mineralität hat und auch eine schöne Säure. Ich habe gestern gerade ein Primitivo Rosé verkostet, der mir persönlich etwas zu süß ist, der aber sicher Primitivo-Trinkern gut schmecken würde jetzt im Sommer. Aber meins so ganz war es nicht. Und wie gesagt, an dem Nektar Rosé, schöne Frucht, schöne Säure, Mineralität, halt auch bedingt durch den vulkanischen Boden, auf dem er wächst. Mhm. Das fand ich sehr schön. Ja, also zunächst mal, ich gehe immer ganz gerne auch auf die Flasche ein. Also das Etikett finde ich schon mal sehr schön und ansprechend. Könnte es jetzt auch feminin bezeichnen. Ja, ist so. Ja. Oder Dornröschenwein könnte man ihn vielleicht auch nennen, weil da, sag ich mal, eine stilisierte Rosenblüte da ist mit Dornenranken und ist auf jeden Fall
Also sehr ansprechend, finde ich. Und Hacienda Agricola, für was steht das? Ist das irgendeine besondere Bezeichnung für ein Weingut? Hacienda Agricola ist quasi Landwirtschaft. Also ein landwirtschaftlicher Betrieb, der eben Bosco de Medici heißt. Okay, das heißt, die machen noch mehr wie Wein oder ist das... Die haben ein großes Hotel noch, aber soweit ich weiß, machen die nur Wein. Aber es gibt den Begriff gibt es bei ganz vielen Weingütern. Mhm. Ansonsten sagt man auf Italienisch Tenuta. Das ist aber eher ein allgemeinerer Begriff. Hacienda Agricola wäre eher so ein Terminus Technicus, okay, der eben auch eine Art Betriebsform beschreibt. Ah ja. Okay, ja, wieder was gelernt. Ja, von der Farbe her, also überraschend intensive Farbe. Ich würde es fast als Zwiebelschalenfarben vielleicht bezeichnen. Ja. Vielleicht nicht ganz so lila stichig. Es ist auf jeden Fall ein sattes Roserot, nicht orange wie Lachs, also es hat schon sowas von Zwiebelschalenfarben. Mich erinnert es vielleicht in dem Ferntesten an so Tavel. Ja, die haben ja auch oft so eine ganz dunkle Farbe, aber transparent natürlich, aber auf jeden Fall ansprechend. Ich mag es mal, wenn es ein bisschen, wenn es typisch ist für die Region, darf es für mich auch im Rosé-Bereich gerne ein bisschen farbkräftiger sein. Und das passt da durchaus zu auch der Pedro Rosso, der Rotwein, der aus der Traube gemacht wird, der ist auch sehr, sehr dunkel und sehr intensiv. Also mir persönlich fast ein bisschen zu intensiv. Ja, aber ist wahrscheinlich dann eine Rebsorte mit einer relativ dicken Schale, mit viel Farbpigmenten, dass das dann so sich ergibt dann eben. Genau, und ziemlichen Tanninen. Ja. Die auch noch mit ein bisschen Holz nochmal aufgepimpt werden und das geht so ein bisschen an meine Grenze. Also ich bin jemand, der sehr gerne, ich bin halt im Sangiovese-Gebiet aufgewachsen. Ja. Ist halt Sangiovese rauf und runter. Und ich mag eben sehr die Brunelli, die eine wunderschöne Eleganz haben. Die gibt es ja da auch noch, die irgendwie nicht dann großartig noch im Barrique-Fass oder so gehalten werden, sondern eben traditionell im großen Holzfass. Und ich suche eben dann immer nach der lang anhaltenden Eleganz, die auch die Loaca-Weine durchaus zeigten. Und die hatten einen sehr typischen, so einen Unterholzton, den ich immer sehr schön fand. Ja. Leicht animalisch auch. Ja, ich finde, es muss immer passen. Also wenn es natürlich jetzt so eine Bombe hast, ich stelle mir das halt ganz gut als Essensbegleiter vor. Ne? Jetzt so ja, standalone ist das natürlich ein bisschen over the top dann letzten Endes. Ja, dann kann man gleich einen Supertasken kaufen, wenn man sowas stimmt auch. Ja, von dann, wenn man das Geld hat, warum nicht? Ja, spricht ja Brunello ist ja auch nicht gerade die unterste Kriege. Das stimmt. Ja, von der Nase her. Also ich finde in erster Linie tatsächlich Rosenblüten, so ein bisschen Melone. Fruchtig, auf jeden Fall fruchtig, aber auch eine gewisse Frische zeigt sich schon in der Nase. Macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Das höre ich gern. Ja. Ja, also frisch ist er auf jeden Fall. Knackige Säure, gar keine Frage. Aber es ist, was ich immer sehr schön finde, weil das leider bei Rosés aus der neuen Welt oft der Fall ist, es ist halt kein Gummibärchenwein. Ne? Man hat hier schon eine gewisse Fruchtigkeit, auch so florale, blumige Noten definitiv. Die Säure macht ihn vom Körper her leicht und mit einem guten Trinkfluss. Also er nimmt dir auf jeden Fall nicht den Kopf ab. Du hast den geringen Alkohol ja schon angesprochen. Also es ist tatsächlich ein sehr gut gelungener Terrassenwein. Aber was mir hier eben im Vergleich mit vielen anderen Rosés einfach wirklich positiv auffällt, ist die Fruchtigkeit, ohne jetzt zu künstlich, zu parfümiert zu wirken, was man ja einfach bei Rosés häufiger hat. Ne? Ja, genau. Ich kann auch dazu sagen, das Weingut ist auf dem Weg zur Biozertifizierung. Üblicherweise dauert das ja 3 Jahre. Von der Anmeldung quasi, wir wollen jetzt Bio werden, das muss man ja schon auch relativ stark dokumentieren, wie man eben arbeiten will, das wird auch jedes Jahr dann kontrolliert. Auch meine Firma ist übrigens Bio-zertifiziert. Musst du ja, glaube ich, sein, wenn du Bio... Ja, wenn ich im Internet handle mit Bio-Ware, genau, dann muss ich auch zertifiziert sein und die Bosco de Medici wird im August, September diesen Jahres dann endgültig zertifiziert sein. Das heißt, die Weine
die jetzt so von 2020, 2021 kommen, die sind dann auch schon bio. Weil die sind dann eben auch bio schon produziert. Genau, und das fand ich auch, das war auch ein Argument für mich, die Firma, die das Weingut auch in mein Sortiment aufzunehmen. Hm. Das ist mir schon wichtig. Was mir gut gefällt noch an dem Wein ist zum einen seine Länge. Vielen Rosés mangelt es ja an der Länge, aber hier ist es einfach echt toll. Und was sich da noch im Abgang zeigt, ist so eine herbe Aromatik. Ich denke mal, das liegt jetzt an der Rebsorte, die wird sich da jetzt nicht ganz vertuschen lassen. Aber ich finde es immer toll, wenn man auch bei Rosé noch den Rebsortencharakter hat. Also einen gewissen Grip ist schon noch da, was letzten Endes das ist, was du schon gerade erwähnt hast, ist einfach die kräftige Schale mit dem vielen Tannin von dieser autochthonen Rebsorte. Und es zeigt sich für mich hinten nach so ein bisschen Hagebutte, Walderdbeer, Cranberry, also schon eher so das Herbere, ja. Durchaus. Ja, genau. Ja, hast du recht. Genau. Wie gesagt, die Rotweine, da muss ich noch länger überlegen, aber in der abgeschwächten Form sozusagen, Piedi Rosso in Rosato ist schon ein schöner Wein. Und gerade wenn man ihn dann kombiniert mit Essen, mit einem Stück Grillfleisch, mit einem weißen Fleisch vielleicht oder ähnlichem, dann wird auch dieser manchmal vielleicht etwas herbe Abgang, wird dann auch wieder etwas egalisiert, also das passt dann schon. Ja, nee, ich finde, mich persönlich stört so eine herbe Note gar nicht, ganz im Gegenteil. Ich finde, das macht immer noch so ein Spannungsfeld auf mit der Fruchtsüße. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass der Wein 1000% durchgegoren ist. Also so ein bisschen ein Zuckerschwänzchen hat man da schon noch. Hast du eine Analysewerte, wie viel Zucker da? Die habe ich leider nicht. Nee. Sorry. Macht nichts, kein Problem, aber ich rein jetzt so sensorisch würde ich schon sagen, dass der schon ein bisschen Restzucker hat und deswegen finde ich, passt für mich zum einen mit der knackigen Säure, das würde auch Sinn ergeben, da vielleicht ein bisschen Restzucker drin zu lassen, um ihn so die Spitze zu nehmen, aber rein geschmacklich ist es dann einfach ein ganz schöner Ausgleich, wenn sich der Wein dann mit so einer herben Note verabschiedet. Das macht es einfach spannend, abwechslungsreich und komplex und letzten Endes ist ja das, was wir dann zumindest als Weinkenner, wenn wir uns beides so bezeichnen wollen, durchaus suchen, dass die Weine vielschichtig und komplex und lang sind. Ja? Genau. Preispunkt? Ich glaube, der liegt bei 12,90 Euro. Ja, super. Perfekt. Ja. Ja. Was ist deine Erfahrung? Ich hatte ja letztens eine interessante Verkostung auch mit Frank Röder, wo es auch um Rosés ging. Wie ist deine Erfahrung so? Ändert sich das Ansehen vom Rosé ein bisschen dahingehend, dass man auch mehr und mehr bereit ist, ein bisschen mehr Geld für Rosé auszugeben? Das kann ich gar nicht sagen. Ich habe eigentlich erst seit 2 Jahren habe ich ungefähr erst ein paar Rosés in meinem Sortiment und die werden ganz gut verkauft, selbst wenn sie über 10 Euro liegen. Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Also was ich feststelle, ist, dass Rosé immer noch Trend ist, seit Jahren aber schon. Hm. Das hört gar nicht auf. Und quasi jedes Weingut hat heutzutage ein Rosé. So wie früher auch die toskanischen Weingüter plötzlich alle in Supertasken haben mussten, meinten sie. Meinten Sie, ja, genau, das ist der richtige Hinweis. wir sind uns da einig, glaube ich. Ich bin da eher traditionell unterwegs. Ich meine, dass die Toskana genügend eigene gute Rebsorten hat und sich nicht auf die französischen unbedingt stürzen müssen. Aber gut, das ist nur nebenbei. Mein eigener Geschmack, das ist interessant. Ich habe früher Rosés total blöd gefunden. Ich fand das irgendwie überflüssig, aber selbst ich greife jetzt zunehmend zu Rosés, wenn ich mal irgendwas zu trinken mir vielleicht mal aus meinem Lager hole oder auch mal irgendwo kaufe, wenn ich irgendwo bin und irgendwas nicht kenne. Das ist eine interessante Entwicklung auch bei mir. Gerade eben, wenn es jetzt Richtung Sommer geht. Ja, also ich, zum einen denke ich, kann man dankbar sein, dass aus der neuen Welt die Rosés aufgegriffen worden sind und da so ein jahrelang anhaltenden Trend und Zugewinn an Marktanteilen möglich gemacht haben. Ich finde es halt immer
dann ein bisschen schade, oder es ist besser gesagt die Kehrseite der Medaille, dass halt die traditionellen Regionen, wo schon immer Rosés gemacht worden sind, allen voran südliche Rhone und Provence, ein bisschen mit ihrem ganz hohen Qualitätsanspruch und letzten Endes auch Preispunkt ein bisschen in Vergessenheit geraten sind in der Übermacht der einfachen, süßen, nichtssagenden neuen Weltrosés. Und da finde ich es immer schön, wie jetzt eben auch unser erster Wein war, wenn es dann eben auch ernsthafte Vertreter aus Europa gibt. Muss jetzt nicht unbedingt immer klassisch sein, Navarra oder Provence, sondern eben auch woanders, weil, wie gesagt, an anderer Stelle schon Kellertechnik, Keller-Know-how ist heutzutage frei verfügbar. Wer das machen will, kann im Prinzip fast alles machen, wenn er die Erfahrung mitbringt und die richtigen Leute am Start hat. Aber das ist für mich einfach ein toller Vertreter eines ernsthaften Terrassenweins, der auch Freude macht, Spaß macht, aber mit dem man sich auch einfach beschäftigen kann, weil er die entsprechende Komplexität und Länge einfach mitbringt. Abschließend zu dem Wein, das ist auch die Überleitung zum nächsten. Dieser Wein wird in einer Burgunderflasche abgefüllt und unser nächster Wein, das ist jetzt der von Sting eben, den haben sie in eine Bordeaux-Flasche, würde ich es jetzt mal nennen, vielleicht abgefüllt. Und ist auch farblich schon mal ganz anders aufgestellt, ne? Da haben wir jetzt hier so ein blasses Lachsrosa. Ja, das wird ja immer, komischerweise. Aber erzähl uns gerade mal vielleicht was zu dem Wein. Ja, also der Wein, das ist jetzt der Nachfolger von einem Wein, der früher Beppe hieß. Der neue Wein heißt New Day. Das ist jetzt so quasi die Music Edition. Sting macht unter anderem auch einen sehr schönen Chianti Colli Fiorentini, der heißt When We Dance, also auch schon ein Lied, Song sozusagen, Songtext. Dieser heißt jetzt New Day und der Beppe war auch schon ein hundertprozentiger Sangiovese in Roséform, hatte aber eine ähnliche Farbe und das ist jetzt wie gesagt neues Design, neues Etikett. Das Etikett ist sehr barock, aber ich finde es trotzdem ganz schön gemacht. Passt auch farblich, finde ich, zum Wein. Ja, er hat sowas von Jugendstil fast, hätte ich gesagt. Ja, ne? Genau. Also sowas sehr Floreales, sehr auch leicht Verspieltes. Aber ich finde, zu einem Rosé, der ja auch so ein bisschen immer als Frauenwein verlacht wird, finde ich, passt das gut. Ich habe da auch keine Gender-Probleme mehr. Genau, das ist ein Sangiovese. Das Ding hat auf seinem Weingut etwa bestimmt 2/3 seines Weines sind Sangiovese, weil er halt den Chianti daraus macht. Wir haben aber noch mehr Weinberge, auch mit Cabernet Sauvignon und Merlot, wo sie dann eher in Richtung Super Tuscan gehen und haben Vermentino auch noch im Programm. Auch gerade einen neuen Vermentino, den ich aber nicht gekauft habe, weil ich zu spät kam. Das war eine Sonderausgabe, 4000 Flaschen. Die haben sich dann meine Kollegen in anderen Ländern unter den Nagel gerissen. Das wird nächstes Jahr vielleicht ein bisschen anders sein, aber dieses Jahr bin ich dann zu spät gekommen. Aber passt schon. Alles gut. Mhm. Naja, man kann nicht alles haben, das ist nun mal so. Genau, ja. Genau. Ja, das ist der 2020er Jahrgang. Also total frisch Jahr abgefüllt, ne? Frisch abgefüllt, ist etwa vor 4 Wochen auf den Markt gekommen. Kostet bei mir, falls dich das interessiert, glaube ich 12,50 €. 12,90 €, genau. Und ist auch ein Sangiovese. Ich finde, man erkennt ihn sofort, auch im Abgang mit dem leichten, mit der leichten Säure. Ja. Also in der Nase zunächst mal muss man sagen, ganz anders wie der erste Wein. Viel, viel straffer, würde ich sagen, viel säurebetonter, auch wenn man Säure nicht riecht. Ich erkläre es immer selber ganz gerne. Aber das vorherrschende Aroma ist für mich hier Grapefruit oder Blutorange. Also es ist schon eine zitrusgetragene Nase, vielleicht ein bisschen Feige noch mit dazu. So ein Hauch Kirsche, da hätte ich jetzt, wenn ich jetzt, komme ich jetzt aber ehrlich gesagt auch nur drauf, weil du jetzt gesagt hast, Sangiovese, da denkt man natürlich immer ein bisschen an Kirscharoma. Ja. Da hinten nach schon ein bisschen,
Aber Grapefruit oder Blutorange ist jetzt das, was mir als erstes kam. Also sehr süffig, auch das ist das Erste, was man sagen kann. Ja, sehr, sehr süffig. Der wird bei uns auch nicht alt immer. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Also sehr süffig, leichter, vielleicht auch ein bisschen weniger komplex wie der erste. Also so positiv ausgedrückt, vielleicht leichter zugänglicher. Noch mehr ein Spaßwein im besten Wortsinn. Also das meine ich jetzt gar nicht abwertend, aber das ist einfach eine Limo, sagen wir da immer so spaßeshalber. Ne? Das ist einfach, was du ohne groß nachzudenken einfach mit viel Genuss und Freude einfach trinken kannst. Wenn du ein schön gekühlt servierst mit der frischen Säure, passt das einfach auch zum warmen Sommertag wie Arsch auf Eimer. Ganz klar. Genau, ja, ich empfehle den auch immer sehr eben zum Aperitivo einfach, wenn man da nichts großartig dazu essen will, als Absacker, wenn man aus dem Job kommt und gerade total genervt ist oder eben eine Freundin trifft oder irgendwie mit Freunden zusammensitzt. Das ist schon ein netter Wein. Und ich finde, der Promi-Faktor des Weins, der ist mir persönlich gar nicht so wichtig. Mir ist eben immer wichtig, dass ein Wein schmeckt, dass man ihn gerne trinkt, dass man vielleicht auch nicht permanent drüber nachdenken muss, wie der nun gemacht ist und was der hier und da, also ich bin da immer sehr, sehr praktisch veranlagt, weil nicht jeder will, wie wir, einen Wein nach Strich und Faden auseinander friemeln, sondern die wollen einfach einen guten Wein trinken, Spaß damit haben, sich unterhalten, vielleicht auch mal ein Wort zum Wein sagen, aber ansonsten ist das immer ein schöner Begleiter zu einem Abend oder zu einer Veranstaltung und dann passt das auch. Es macht doch mal Spaß, Wein zu trinken, ohne drüber zu philosophieren. Also ich persönlich muss mich da dann auch am Riemen reißen, weil ich kann dann auch oft nicht anders, aber gerade am Ende der Ausbildung, als ich dann graduiert worden bin, 2015, war das tatsächlich ein totaler Genuss, nicht immer gleich in dem Verkostungsschema drin zu stecken, sondern einfach mal Wein zu trinken. Und dann bietet sich sowas natürlich an, wo man einfach Spaß und Trinkfreude damit verbindet. Und wie gesagt, der Alkohol ist in der Tat sogar ein 0,5% höher wie beim ersten. Das man merkt es aber nicht. Kaschiert es auf beste Art und Weise, was ihn vielleicht dann auch ein bisschen gefährlich macht, weil er hat einen guten Trinkfluss, es läuft gut. Also ich könnte jetzt auch nachschenken, aber ich hebe mir noch die letzten Körner für heute Mittag auf, für den Rotwein. Aber also ich kann mir da schon gut vorstellen, da auf meinem toskanischen, nicht vorhandenen Weingut auf der Terrasse zu sitzen und schön langsam gepflegt da abzustürzen im Abend. Da sehe ich mich gerade selber sehr schön da drin. Also kann ich mir sehr gut vorstellen. Super. Ja, prima, freut mich. Klasse Wein. Klasse Wein. Genau. Ganz kurz noch was zu dem Chianti, den das Ding macht. Ja. Macht er jetzt seit etwa 6-7 Jahren. Und der ist eben im Gegensatz zu vielen anderen Chiantis ein sehr, sehr schön gemachter, nicht zu säurebetonter, aber auch nicht langweiliger Chianti, der wirklich sich auch, finde ich, hervorhebt aus vielen anderen. Und ich höre immer von meinen Kunden, und ich habe wirklich viele Kunden, die den kaufen, der ist so prima und der lässt sich so gut trinken und wir trinken den immer zur Pasta. Und der ist einfach ein toller Begleiter eben zu ganz vielen verschiedenen Gelegenheiten. Also wenn jemand sich dafür interessiert, gerne den auch mal bestellen. Ich will euch das jetzt nicht aufschwatzen, aber wenn man mal einen schönen Chianti trinken will und vielleicht früher schlechtere Erfahrungen gemacht hat, dann sind wir mit dem ganz sicher gut davor. Ist biozertifiziert und da legen wir sehr viel Wert drauf auch. Ja, ich meine, man muss, glaube ich, beim Thema Toskana zumindest war das eine Sache, was für mich das wichtigste Learning war bei dem Online-Event mit Steffen Maus, war, dass man sich zunächst mal klar werden muss, dass es drei Hauptregionen in der Toskana gibt, die unterschiedlich sind. Natürlich grenzen die aneinander. Das heißt, es gibt Übergangszonen, wo dann die Stilistik vielleicht nicht so glasklar im Vordergrund tritt. Aber nicht nur Chianti Classico, also das Kerngebiet, sondern es gibt ja auch noch außenrum neu angegliederte Chianti-Gebiete mit meistens irgendeinem Beinamen. Rufina fällt mir aus Paradebeispiel ein, was sicherlich von den neuen Gebieten mit das Beste ist. Aber
selbst im Chianti Classico gibt es große Unterschiede, stilistisch gesehen, aber was eben auch ganz wichtig ist, ist die Qualitätspyramide, wo sie ja jetzt auch nachgelegt haben vor ein paar Jahren mit den Gran Selezione, wo man einfach nochmal mehr Ertragsreduktion, mehr Extrakt hat. Und ich fand das in dieser Verkostungsrunde einfach sehr, sehr spannend, wie unterschiedlich die Stilistik und auch die Zugänglichkeit der unterschiedlichen Chianti Classico war. Wir hatten ja nur Chianti Classico. Aber wie der Einsatzzweck sich unterscheidet, wie die Stilistik ist und auch letzten Endes das Geschmacksprofil, das ist innerhalb der Qualitätspyramide, ist mir das dort sehr stark aufgefallen, dass das eine riesen Spannbreite ist und letzten Endes auch ein bisschen das Problem ist, insofern, dass wir festgestellt haben, dass das oft Weine sind, die erst richtig lecker nach 5 bis 8 Jahren werden, wenngleich sie natürlich viel, viel länger durchhalten. Aber die wirklich gut gemachten Chiantis, egal jetzt von welchem Hersteller oder aus welcher Ecke, profitieren einfach immens von 5 bis 8 Jahren Flaschenlager. Ja, das ist ja auch, das Thema Flaschenlagerung ist ja auch ein Thema in Montalcino. Ja. Leider wollen die Menschen heutzutage ja immer den neuesten Jahrgang sofort trinken. Und das ist ein großer Fehler, gerade wenn es um einen Wein wie den Brunello geht, der wirklich oft einfach ein paar Jahre länger braucht, um sich richtig zu entfalten. Und weiß auch nicht, wie man da damit umgehen soll. Ich empfehle ja meinen Kunden immer, wartet noch ein paar Jahre ab, schreibt das auch immer in deren Bestellung quasi rein. Den Wein jetzt nicht unbedingt übermorgen gleich aufmachen, sondern vielleicht noch ein paar Jahre warten. Ja, also ich kann nur in selbe Horn stoßen. Mein Credo ist immer, klingt immer leicht vorwurfsvoll, aber so ist es auch gemeint, sage ich immer mit dem Augenzwinkern. Wenn man über unsere Trinkkultur in Deutschland eines sagen kann, dann gibt es 3 Dinge. Zum einen, Weißwein wird zu kalt getrunken, Rotwein wird zu warm getrunken und alle Weine werden zu jung getrunken. Das ist immer so die 3 Sachen, die, wenn man es ein bisschen sarkastisch, ein bisschen provokativ ausdrücken möchte. Und es redet sich leicht, aber letzten Endes, wenn ich jetzt eine Flasche Rotwein für 5 bis 8 Jahre vernünftig lagern möchte bei mir, dann ist für die allermeisten das einfach von den Rahmenbedingungen, von den Lagerbedingungen her einfach schwierig darzustellen. Mhm. Und ich habe da schon Verständnis dafür, wenn sich jetzt nicht jeder einen Liebherr-Klimaschrank in den Keller stellen will, wie es ich irgendwann mal entschieden habe, ist halt einfach eine große Investition. Ja, aber trotzdem appelliere ich immer an die Probierfreudigkeit und Neugierde der Weintrinker, weil man einfach mit ein bisschen gereiften Weinen ganz neue Aspekte und Dimensionen beim Weingenuss kennenlernt, die man in jungen Weinen einfach so in der Form einfach nicht findet. Ja. Gut, Tesche, dann geht's auf zum 3. Wein, zum Rotwein. Genau. Da habe ich jetzt schon leichte Ausspracheprobleme beim ersten. Also der heißt Batti Folle. Aha. Frag mich nicht, was das heißt. Also Folle wäre eher so wie verrückt, soweit ich weiß. La Follia ist die Verrücktheit. Was nun Batti Folle heißt, kann ich leider nicht sagen. Der Winzer heißt Pier Paolo Bertolini, ist ein waschechter Toskaner aus der oberen Maremma, aus der Gegend von Rocca Tederigi, Rocca Strada. Und er hat ein Mini-Weingut mit etwa 3-4 Hektar Reben, die er quasi aus dem Winterschlaf, aus dem Dornröschenschlaf erweckt hat, die wohl schon sehr lange dort unbearbeitet vor sich hin vegetierten. Und der macht das mehr oder weniger nebenbei. Ich glaube nicht, dass er von seinem Weingut leben kann, so hat er mir das mal durch die Blume gesagt. Aber er macht es trotzdem mit sehr großer Leidenschaft und Liebe. Er arbeitet im Weinberg mit natürlichen Methoden, ist nicht biozertifiziert aus dokumentarischen Gründen, weil auch in Italien, genauso wie in Deutschland, ist gerade die Biozertifizierung sehr bürokratisiert. Und er sagte, er kann sich quasi die Gebühren gar nicht leisten, dann wird er gar nichts mehr verdienen. Mhm. Aber er ist halt, wie gesagt, im Weinberg mit natürlichen Methoden und auch im Keller ist er nicht dabei, dann irgendwie noch da rumzudrehen an seinen Weinen.
sondern er arbeitet sehr naturbetont und er hat drei verschiedene Weine. Er hat einen Weißwein, der heißt Falluschino, einen Rotwein, den Batifolle und einen dritten Rotwein, der ist aus Cabernet Sauvignon. Und der Batifolle, den du jetzt verkosten wirst, das ist eine Rebsorten-Cuvée aus 70% Sangiovese und 30% Cilindolo. Mhm. Genau. Okay, also Klassiker quasi, ne? Ja, ein Klassiker. Und ich muss sagen, als ich mein Buch schrieb, habe ich mit einem Winzer auch ein Interview geführt, der auch in meinem Buch drin ist, der reinsortig Cilindolo gemacht hat, okay. Was sehr ungewöhnlich ja. ist. Mittlerweile, ich glaube, es gibt sogar nur 5000 Hektar insgesamt Cilindolo gestockt. Und die Hauptcharakteristik halt der Rebsorte Cilindolo ist, daher stammt auch der Name von der Kirsche, dass er einen sehr kirschigen Geschmack und ein sehr kirschiges Aroma hat. Und das kann man dem Wein sehr, sehr anmerken. Ja, also da ist ja zur Flasche zunächst mal wieder, das ist jetzt... Flasche gefällt mir gut. Genau, Burgunder, Bordeaux-Flasche würde ich im weitesten Sinne sagen, auch wenn sie oben ein bisschen auseinanderläuft. Aber das Etikett ist sehr, sehr schlicht und was ich nicht mich aussprechen habe, trauen, war, was oben drüber steht. Quercia Grossa. Das ist die große Eiche. Ah. Quercia ist die Eiche und Grossa ist halt groß und da ist eben auch stilisiert ein Baum. Ja, genau, richtig. Also Batifolle, ich habe es gerade mal nachgeschlagen, ist eine Ortschaft westlich von Arezzo. Ich weiß nicht, ob es damit was zu tun hat. Nee, das wusste ich nicht. Okay. Ja. Er ist im Westen Richtung Meer. Also ja, aber ist schon ein Stückchen weg vom Meer noch. Also dann ist das vielleicht, der Ortsname ist vielleicht ein Zufall, dass der genauso heißt wie der Wein. Ich weiß, dass der im Westen, wie gesagt, der Toskana liegt in der Provinz Grosseto, aber oben auf dem Hügel, nicht unten in der Ebene. Also relativ weit oben auf 400, 500 Metern. Also relativ weit oben. Ja, die Farbe vom Wein, also ein durchaus kräftiges, transparentes, aber mit sehr dunklen Kern. Ich würde es als Rubinrot beschreiben. Ja. Vielleicht ein Tick am Rand hat es noch so ein paar violette Reflexe, aber auf jeden Fall ist der Wein total klar. Wurde wahrscheinlich normal filtriert, geschönt, vermute ich mal, ne? Nein, soweit ich weiß, wird er gar nicht filtriert. Ja, der wird wie sagt man, den lässt man nur sich setzen, ich weiß, wie man das sagt auf Deutsch. Ja, normaler Abstich einfach. Abgezogen, genau. Genau. Ja, ist interessant, weil ich hätte jetzt. Ganz unten hat er meist ein kleines Depot, aber ein kleines. Ja, von der Nase her, also als ich ihn eingeschenkt habe, hat man gleich gemerkt, der Raum wird hier erfüllt von dem Duft des Weines. Also der ist schon expressiv, der Duft. Ja. Also die Farbe, um das abzuschließen, typisch eher auf der transparenten Seite, wenn gleich dunkel. Das ist ja auch immer wichtig zu unterscheiden, aber das ist schon ein sehr typischer Farbton jetzt für Sangiovese. Ja, genau. Von der Nase her, auch typisch. Also der Anteil von Cannaiolo ist jetzt ja schon eher höher. Meistens war es ja mehr so im einstelligen Prozentbereich. Und habe ich auch gelernt. Cilindolo. Cilindolo. Nicht Cannaiolo. Dann war das der Verschnittpartner früher bei. Das war ein üblicher beim Chianti Classico auch, ja. Dann habe ich es da verwechselt. Ja. Aber also ich glaube, erlaubt ist das noch, aber die meisten machen ja heute mit Sangiovese und Cabernet oder Merlot. Genau, richtig. Ja, oder reinsortig, das war auch so ein neuer Trend, der Maus erzählt hat, dass das immer mehr reinsortig wird, genau. Genau. Ja. Aber von der Nase her, also ein bisschen fruchtiger wie jetzt ein klassischer Chianti, würde ich jetzt vielleicht sagen. Aber diese Kirschnote, das Veilchen hat man auf jeden Fall. Das Leder und so Unterholz, was der Sangiovese auch ganz gerne hat, hat man hier eigentlich auch. Ja, also ich muss sagen, ich mag das schon gerne, dieses leicht animalische auch. Ja. Manchmal so ein bisschen pferdeschweißig. Der gut eingerittene Pferdesattel, ne? Ja, oder das, genau, aber der verschwitzte Pferdesattel.
Das ist manchmal, aber dann eben im ersten Ton, der vergeht dann ja oft auch. Ja, ja. Der verfliegt dann. Ja, aber hat schon, also ist schon animalisch, ein bisschen Moschus kann man sich da schon reindenken. Ein bisschen Leder, Unterholz, vielleicht sogar, wenn er reift, könnte er vielleicht auch eine gewisse, so eine pilzige Note noch bekommen. Definitiv. Ja, hat aber auch so ganz reife Früchte. Ich komme jetzt nicht gerade drauf. Ja, vielleicht auch Feige, so was ganz Reifes irgendwie. Ja, also der Wein ist auch von komplex. 2018, ist jetzt nicht uralt, aber auch nicht mehr blutjung. Ich denke aber, er ist absolut auf der Höhe seines Trinkspaßes, muss ich sagen. Also viel jünger sollte man den auch nicht trinken. Ja, 3 Jahre ist er jetzt nicht wirklich. Ja, ist er nicht viel, genau. Mhm. Also es liegt im großen Holz eine Weile, kein Barrique. Ich glaube, das ist auch ein Unterschied, oder was heißt Unterschied, aber das ist vielleicht das, was der Erzeuger auch erreichen wollte. Der Wein ist jetzt schon deutlich fruchtiger, wie man es jetzt vielleicht normalerweise von Chianti-Weinen kennt. Mhm. Und das, denke ich, erreicht man schon dadurch, dass man es jetzt eher ins große Holz legt und nicht ins kleine, weil durch den Holzfassausbau, sage ich mal, entweder dominiert dann die Aromatik vom Holzfass, zumindest wenn es jetzt eher neuere Belegungen waren, oder auch der Sauerstoffkontakt sorgt natürlich dann auch für die Oxidation der fruchtigen Aromen, die ja sehr sauerstoffempfindlich sind. Aber wenn ich es eben ins große Holzfass lege, habe ich aus Ziel ja schon eine gewisse Vorreifung, ganz klar, aber ich habe kein Interesse daran, dass jetzt Holzaromatik im großen Stil in dem Wein wiederzufinden ist und möchte eigentlich genau. Die Fruchtigkeit beibehalten. Das ist ja immer so das Thema. Und das merkt man schon dem Wein an, ne? Ja, ich finde, der ist sehr traditionell gemacht und das mag ich eben sehr. Deswegen, es gibt in Montalcino immer noch Winzer, die auch sehr viel mit Barrique-Holz arbeiten. Aber der Trend ging jetzt in den letzten Jahren durchaus wieder zurück vom Barrique zur traditionellen großen Holzfassmethode. Und ich bin da sehr froh drüber, muss ich sagen. Also was sehr, sehr, sehr positiv auffällt, es sind einfach die Tannine. Man muss ja grundsätzlich wissen, dass Sangiovese eine Rebsorte ist mit sehr straffen Tanninen, die auch wirklich gut ausreifen muss. Jetzt kommt das Sprachzentrum immer mehr ins Schleudern. Ja. Die tatsächlich wirklich gut ausreifen muss, weil sonst hat man sehr schnell eine grüne Tannine, die alles andere als angenehm im Mund sind. Und hier ist es einfach so, er ist straff. Ja, das ist einfach die Rebsortencharakteristik von Sangiovese, aber in keiner Form unangenehm, eher sehr reif, sehr feinkörnig, straff, gibt Struktur, hinterlässt auch ein bisschen einen Grip im Mund und auf der Zunge, auf den Zähnen. Das merkt man schon, dass man hier mit Tanninen zu tun hat, aber eben in keiner Form unangenehm auffällig, sondern präsent, aber feinkörnig und gut geschliffen, auch nach 3 Jahren schon. Ja, genau. Also du hast gerade angesprochen, das Thema grüne Tannine. In Italien wird ja die Sangiovese-Traube auch als Brutta Bestia bezeichnet. Das ist so die hässliche Bestie, weil sie halt wirklich sehr, sehr schwierig zu handeln ist, wenn, wie du auch schon gesagt hast, wenn sie nicht gut ausreift, wenn die Tannine dann halt grün bleiben und dann kann man wirklich einen Jahrgang zum Teil, na, ich will nicht sagen vergessen, aber dann wird es schon haarig. Wird haarig, ja. Einen anständigen Wein zu bringen. Das ist dann mit anderen Rebsorten wie Merlot oder vielleicht auch Cabernet, kann sein, weiß ich genau. Ist ein bisschen einfacher oder Syrah vielleicht, der auch ein bisschen gefälliger dann auch zu handeln ist. Ja, Cabernet ist, glaube ich, hat man dieselbe Challenge. Ist auch ähnlich kritisch, was die Tannine angeht. Aber Merlot ist da auf jeden Fall verzeihlicher, gar keine Frage. Beziehungsweise wirken die Tannine gefälliger in einem größeren Reifefenster, wenn man es jetzt ganz analytisch ausdrücken möchte. Und beim Sangiovese muss es einfach auf den Punkt sein. Und das ist eben auch einer der Sachen oder Aspekte, wo es gerade im Chianti sehr, sehr stark auf die Lage ankommt. Ja. Insbesondere in Jahren, wo jetzt vielleicht wettermäßig nicht so geküsst worden sind,
Weil da hast du dann halt nur wirklich in den absoluten guten Lagen, Top-Lagen, die Möglichkeit, den Sangiovese so auszureifen, wie er es nun mal braucht. Und die ganzen angegliederten neuen Chianti-Subregionen kommen dann eben schon schneller ins Schleudern. Und deswegen ist für mich Chianti Classico, unabhängig von der Rebsorte, einfach gerade in schlechteren Jahrgängen eine viel bessere, sicherere Bank, wie jetzt vielleicht die neueren Subregionen. Ja, okay. Ja. Also ich erinnere mich noch, 2014 war ja ein wirklich ziemlich scheußlicher Jahrgang in ganz Italien, ich glaube in Deutschland auch. Und da bin ich mal so Ende September, das ist so eigentlich die Zeit, in der in Montalcino dann begonnen wird zu ernten, bin ich mal an einem Weinberg vorbeigekommen. Da war ein Drittel war schon verfault, ein weiteres Drittel war gerade so richtig und das letzte Drittel war noch gar nicht ausgereift. Und das zeigte genau den Jahrgang. Der war unglaublich schwierig, unglaublich wenig. Und da hat wirklich vermutlich nur der Winzer, der richtig gut im Keller arbeitet, hat da was halbwegs Anständiges draus machen können. Ja, die Jahrgangsschwankungen, die spielen im Chianti schon eine Rolle. Also zum einen ist es halt eine Region, die ein Stück weit schon maritimen Einfluss einfach noch hat, je nachdem, wo man im Chianti sich bewegt, weil das Meer dann gar nicht so weit weg ist. Und zum anderen hat man halt schon auch tatsächlich ganz schön hohe Lagen, wo es einfach sehr frisch wird und auch zügig, also im Sinne von windig. Und wenn das Wetter da nicht mitspielt in der entscheidenden Phase, dann wird es hier und da einfach eng. Das ist so. Definitiv. Ja, genau. Gut. Magst du irgendwas hinzufügen zu dem Wein? Ich würde gerne hinzufügen, dass man den auch etwas gekühlter trinken kann, finde ich. Das habe ich ja gerade schon gesagt, ne? Wir trinken die Rotweine alle zu warm. Ja, also deswegen auch für einen kühleren Sommerabend finde ich den durchaus angemessen. Und er kostet 13,50 bei mir. Ja, super. Klasse Preis-Leistung. Ich kann gerne auch das Angebot machen, wenn sich Leute auf deinen Podcast berufen und sich direkt bei mir melden, dann kriegen die 10% abgelassen. Okay, also das nehmen wir dann so auf und werde es entsprechend erwähnen in den Shownotes. Auf deine E-Mail können Sie sich dann bei mir melden und dann machen wir das direkt. Podcast-Hörer. Ich bin Podcast-Hörer. Genau. Ich will 10% Rabatt. Genau. Gold-Hörer. Genau. Super. Klasse. Ja, und jetzt endlich ist es soweit. Wir haben eine absolute Premiere in meinem Wein-Podcast Weinverstehen leicht gemacht. Und da brauche ich jetzt auf jeden Fall Anleitung, weil ich da total unerfahren bin. Wir verkosten jetzt hier und heute live und in Farbe, zumindest wir zwei zusammen, Olivenöl. Ja, also wir belassen es nicht bei Wein, sondern wir gehen einen Schritt weiter und verkosten eben auch ein Olivenöl. Und wenn ich jetzt das noch richtig im Kopf habe, dann ist das auch von dem Betrieb, wo Sting seine Finger im Spiel hat. Genau, er besingt seine Olivenbäume. Er besingt sie sogar. Ja, natürlich. Klasse. Genau, also das Ding hat ja, das habe ich vorhin schon erwähnt, um die 9000 Bäume, Olivenbäume, auch zum Teil recht alten Jahrgangs. Und das sind drei verschiedene Sorten, sehr klassisch für die Toskana. Das ist Muraiolo, Lecchino und Frantoio, die unterschiedliche Charakteristiken haben. Das eine ist ein bisschen fruchtiger, die andere Sorte ist etwas pikanter. Und das wird in der Toskana sehr gerne als Blend dann gemacht. Mhm. Das ist also ein typisch toskanischer Blend. Und es wird per Hand geerntet, was natürlich ziemlich lange dauert. Die beginnen etwa Mitte Oktober mit der Ernte. Kommt ein bisschen auf den Jahrgang an. Das Öl ist biozertifiziert, hat immer einen wirklich typischen Ton. Also ich kenne das Öl jetzt seit 10 Jahren. Und es ist zwar in der Schärfe oft unterschiedlich, das kommt wirklich dann auch auf den Jahrgang an, aber es hat so einen typischen Grundton.
Genau, und du hast es jetzt in der Hand, das ist Ja, gut. genau. Also ich habe mich natürlich, will mich jetzt hier nicht total zum Affen machen, deswegen haben wir im Vorgespräch schon. Also man muss halt das Glas ein bisschen anwärmen, damit sich das etwas entspannen kann. Genau, Und man kann auch die drüber andere Hand. gesprochen, wie man Olivenöl verkostet. Also ich habe mir jetzt hier ein dünnwandiges Schnapsglas besorgt, Ja, habe ein bisschen genau. was da reingegeben, erstmal so reingeschnuppert und halte es jetzt eben in den Händen, um das eben leicht zu erwärmen, damit sich die Aromastoffe da leichter tun, die Flüssigkeit auch zu verlassen. Und was mir als erstes aufgefallen ist, mich hat es an eine frisch gemähte Almwiese erinnert. Ja, Also es genau, hat das eine ist ein sehr... typischer Duft, genau, frisches Gras, sehr typisch. Es gibt ja viele Olivenöle, die man sonst so kauft, die oft einen sehr muffigen, sehr stumpfen Geruch haben. Wenige Leute werden natürlich das in ein Glas füllen und daran riechen, wenn sie das über ihren Salat kippen, aber wenn man halt über normale Öle spricht, dann ist das oft so. Und Spitzenöle, und dazu zähle ich auch das Öl von Sting. Die haben halt dieses deutliche, diesen frischen Geruch, diesen angenehmen Geruch nach frischem Gras. Ich finde, da ist auch noch so ein bisschen grüne Tomate drin, ein bisschen auch noch was Herbes, sogar schon im Geruch. Weiß nicht, ob du schon einen Schluck Nee, habe probiert ich noch hast. nicht. Ich bin noch am Schnüffeln, ja. Genau, im Grunde musst du das so ähnlich, einen kleinen Schluck auf die Zunge nehmen, dann kannst du so durchschlürfen. Und dann spürst du halt so ein bisschen die Schärfe, eine gewisse Bitterkeit im Abgang. Das ist absolut typisch für ein gutes Öl, das auch die Antioxidantien und Polyphenole, die eben sehr gut sind für die körperliche Leistungsfähigkeit, dass die in dieser Schärfe und in dieser Bitterkeit auch ausgedrückt werden. Das ist schon sehr typisch. Der Jahrgang, den du im Mund hast, der ist jetzt nicht so pikant, wie ich ihn schon gekannt habe früher. Es gab da schon ganz andere Jahrgänge. Das heißt aber, dass die Olive in einer mehr oder weniger ausgereiften Form geerntet worden ist. Man sollte ja die Oliven immer vom Baum ernten und nicht so lange warten, bis sie runterfallen, weil sie dann schon dabei sind, quasi zu oxidieren. Und das ist absolut eine Qualitätseinschränkung. Das heißt, die Oliven werden per Hand mit so Abstreifern vom Baum direkt geerntet, was unglaubliche Arbeit ist und was wahnsinnig auf den Rücken geht. Also da muss man schon ziemlich fit sein, um das tagelang machen zu können. Ja, also Ja, ich muss es nochmal loswerden, weil also diese ja. frisch gemähte Wiese, das ist einfach, das trifft es noch nicht mal so. Es ist eine Kräuterwiese. Es hat für mich eine gewisse eine Bärlauchnote fast Okay. schon. Ja, so eine Almwiese einfach, ja. Vielleicht ein bisschen Sauerampfer mit dabei noch, ein bisschen Brennessel, also eine sehr, sehr grüne, würzige, krautige Aromatik. Im Mund, ich habe es Ja. jetzt gerade probiert, also was mir da das mag jetzt an der Temperatur liegen, aber extrem auffällt zu Olivenöle, die ich sonst normalerweise habe, ist von der Struktur her, von der Viskosität her, wirkt es fast cremig. Also es ist nicht so ein schmieriger Film, sondern Ja, es okay. wirkt sehr, sehr leicht vom Körper her. Es wirkt fast cremig, wie aufgeschlagen, was ich aber nicht gemacht habe. Ich habe es einfach jetzt wie Wein normal gezwitschert, aber es wirkt sehr, sehr leicht, sehr cremig und gar nicht so schwerfällig pappig. Sauber, finde ich. Also der Mund danach bleibt auch sauber. Da bleibt kein Film oder Genau. sowas. Und ich finde die Farbe auch sehr schön, dieses frische Grün. Das hat schon was. Total. Also ich Ja. glaube, das wird man auch feststellen, wenn man einfach damit seinen Salat anmacht, weil da Will hast du ich es auf einer tatsächlich. großen Oberfläche, da wird es dann auch nochmal schön rausduften, Ja, ne? also ich liebe das. Ich röste mir häufiger einfach ganz normales Weißbrot oder so ein Ciabatta und dann ein bisschen Öl drüber. Da braucht noch nicht mal Knoblauch drauf. Und dann merkt man einfach die Qualität. Das ist gerade Olivenöl. Da wird ja wirklich sehr viel Schindluder getrieben in Deutschland. Nicht nur in Deutschland, auch in Italien kaufen die Leute im Oktober, November die großen Kanister bei Coop für kleines Geld. Also da habe ich wenig Verständnis für, muss ich sagen. Ja, Also die das Schärfe hinten nach merkt man auch noch. Das habe ich aber auch ja. mir sagen lassen, dass das durchaus ein Merkmal ist, was ein Öl braucht, dass es ein Absolut. bisschen eine Würzigkeit mitbringt. Und ja, Ja. du hast es schon gesagt. Also für mich hat es schon so
eine Bärlauchnote, ja. Deswegen würde ich jetzt bei Bruschetta oder sowas da jetzt gar nicht mehr nochmal extra Knoblauch brauchen, sondern die Würzigkeit von dem Olivenöl würde da komplett ausreichen. Ja, da hat man eh schon so ein bisschen Oregano noch dabei, also da braucht es auch gar keine großen Gewürze mehr zur Tomate, das erledigt eigentlich das Öl schon alles. Ja, genau. Super. Nee, was kostet so ein Öl? Also die große Flasche kostet 22,50, das sind 0,5. Mhm. Die nächst kleinere, das sind 0,25, die kostet, Moment, meine Preise noch nicht mal auf dem Plan. Ja, es sind so viele Sachen. Die kleinere kostet 10,90 € und die dritte, die ganz kleine 0,01 kostet 5,90 €. Die kann man sich mal zum Probieren besorgen. Definitiv. Ja. Ja, also durchaus lecker. Also ich meine, ich bin jetzt nicht der absolute Olivenöl-Spezialist, aber was man einfach feststellt, wenn man, ich meine, ich kaufe es auch entweder irgendwo bei einer italienischen Trattoria, wenn die da Olivenöle haben. Also ich denke, ich habe jetzt in letzter Zeit auch nicht wahnsinnig viel gespart. Aber allein diese Textur, dieses frisch gemähte Wiese-Aroma, diese Krautigkeit, das ist schon was, was ich jetzt in der Form, in der Intensität bisher eher selten festgestellt habe. Schon toll. Faszinierend. Ja, also es läuft auch super, muss ich sagen. Das ist einer meiner Bestseller. Ja, Tesche, ich glaube, dann sind wir soweit durch. Es sei denn, du möchtest noch irgendwas abschließend hinzufügen. Das ist immer meine letzte Frage, die ich an meine Gesprächspartner stelle. Haben wir irgendwas vergessen? Möchtest noch was loswerden? Nein, ich möchte eigentlich nichts mehr loswerden. Ich möchte dir nur herzlich danken für deine Zeit, die du mir gewidmet hast, mir und meiner Firma. Das hat mich sehr gefreut. Und ich freue mich auch, dass wir uns kennen und dass wir eben die Gelegenheit haben, uns jetzt eben noch besser kennengelernt zu haben. Und ja, ich hoffe, dass wir auch in Zukunft weiterhin miteinander... Absolut. Wir haben Hoffnung nur, dass Corona mal ein Ende findet. Ja, damit wieder Verkostungen möglich sind und damit man auch mal wieder neue Kunden ansprechen kann. Also das ist schon schwierig im Moment. Gut, Tesche. Okay. Dann, wie gesagt, danke, liebe mich. Hörer, ihr findet alle Links zu Telsches Weinshop hier in den Shownotes oder auf meiner Seite weinpodcast.de. Das ist ja, wie gesagt, die vierte Sondersendung. Ihr findet die aber auch in dem Blog dann. Oder ihr schreibt Helsche einfach direkt an. Dann werdet ihr ja auch in den Genuss des 10% Rabatts bekommen, wenn ihr euch auf den Podcast bezieht oder auf mich. Und wenn Rückfragen bestehen, steht sie euch jederzeit zur Verfügung. Und lasst mich einfach wissen, wie ihr die Produkte findet und vor allem auch das Öl. Das lege ich euch nochmal sehr ans Herz. Echt eine schöne Erfahrung, ein schönes Produkt einfach, wo man seine Daily-Life-Produkte, Salate und so weiter nochmal ein bisschen aufwerten kann. Vielen Dank, Tesche, für deine Unterstützung, für deine großzügige Spende, für die vier Produkte. Und dann drücke ich dir die Daumen, dass dich ein paar bei dir melden. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns bald in echt wiedersehen. So, damit sind wir schon wieder am Ende unserer leckeren Verkostung. Ich habe mich sehr über die Weine gefreut. Den roten werde ich mir heute noch zu Gemüte führen, zusammen mit einer Pizza. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ansonsten noch eine Vorankündigung. Die nächste reguläre Folge WVLG 42 wird wieder ein besonderes Format sein. Diese erscheint am 8. Mai. Und zwar werdet ihr dort ein Live-Mitschnitt präsentiert bekommen von einer Verkostung der bereits angekündigten Kracher Süßweine. Das war eine besondere Verkostung für Weinakademiker. Kurz und knackig, bisschen mehr als eine Stunde für wirklich 6 außerordentliche Süßweine. Ist eben mein Favorit, da stehe ich ja total drauf, wie ihr wisst. Das möchte ich aber euch nicht vorenthalten. Das passt ja auch sehr, sehr gut in unser eigentliches Hauptthema zurzeit, österreichischer Wein. Und da darf natürlich der Kracher aus dem Burgenland mit seinen ganz besonderen Süßweinen in erster Linie aus Welsch, Riesling, Chardonnay und Traminer nicht fehlen. Also lasst euch diese neue Folge dann nicht entgehen am 8. Mai. Ansonsten, wie gesagt, Aufruf, Mitglied werden bei meiner Facebook-Gruppe Wein verstehen leicht gemacht oder folgt mir
auf meinen Instagram-Channel. Und ich möchte euch auch nochmal motivieren, haut ein paar Hörerfragen an mich raus, die ich dann sehr gerne aufgreife in meiner Show. Ja, das soll es dann für heute gewesen sein. Nehmt den 10% Gutschein in Anspruch. Ich freue mich, von euch zu hören und hoffe, euch hier oder auf Clubhouse demnächst wieder zu hören und wünsche euch wie immer genussreiche Grüße aus München. Euer Florian. Ciao, Servus.